Kreuzrumpf. Okay, ich glaube, den Kampf gegen die Sowjets werden wir nachher das nächste Mal weiterführen, weil wir haben jetzt nachher bald 3 Stunden. Ich werde noch die 8 Viertelstunde, bis wir die vollen 3 Stunden haben, spielen, aber ja, also ja, in einer Viertelstunde hören wir mit dem Stream hier mal auf. Ich hoffe mal, das macht nichts. Aber ich muss mir auch noch die Arbeit und alles fertig herrichten und alles. Und da hilft ein bisschen Anlaufzeit. Okay, ein Agenten wurde getötet. Ah, wir haben eine Panzertechnologie geholt gehabt. Was brauchen wir alles zur Verstärkung an sich? Soldaten, die haben wir. Motorisiert, Artillerie und und die halt die Panzer. Ein bisschen Zusatzausrüstung, ein bisschen Infanterieausrüstung. Also das stand das auch für uns. Okay, Flak hätten wir in 2000 Tagen. Artillerie auch in 2000 circa. Infanterie in 15 Tagen. Okay, also ohne Verlust hätten wir Infanterie in 15 Tagen fertig. Das wird aufgestockt. Das meine ich jetzt mal. Der Rumpf. Ich habe vergessen, das zu forschen. Großkampfschiff, Bergschiff, U-Boote. Differenziert sich die Reichweite, das will ich nicht. Was können wir? Ja, so. Panzertechnik. Panzer, Hani. Wenn wir schon auf Panzer gehen, dann missbraucht man den auch, würde ich mal behaupten. Okay, wir bauen gleichzeitig 5 Militärfabriken und 4 davon mit höchster Produktionsgeschwindigkeit. Schiss werfen. Kann ich ja nachher noch bauen. Will ehrlich auch gesagt nicht das maximale Schiffswerften haben. Wir bauen noch eh 5 Stück noch. Sollte reichen für ein Land, was eher, ich glaube, eher auf Landsachen sich beziehen sollte. Und wir machen hier eine standardmäßige Forschung, keine mit Erfahrung. China ist weg vom Fenster. Perfekt. Vereinigten Staaten haben eine Seeinvasion gemacht, ein Gebiet ohne Häfen. Also wo wirklich weit und breit keine Häfen sind. Das würde ich mal sagen, selber schuld, dass sie wenn sie deppert sind. Also mehr oder weniger Pech gehabt. Die Autonomie erhöht sich so viel schneller über das Land, wie ich sie unterdrücken könnte. U-Boot-Rumpf von 44. Okay. Braucht viel mehr Marineerfahrung.
Ich hole mir jetzt mal da 4 Soldaten. 4 Bataillone. Einfach um die Armeen ein bisschen aufzustocken. Okay, ich habe bald die nächste Atombombe. Wo haben die Sowjets die meisten Soldaten? Eh hier. Das heißt, dann würde ich die Provinz auch wieder nuken. Obwohl, da haben wir schon beinahe die maximal zerstört. Haben wir schon 4 von 6 zerstört. Da haben wir 0 von 5, dann stürmen wir es lieber da. Da haben wir halt jetzt auch nur 1 beschädigt. Aber ist besser als. Ist es wirklich besser? Da hätten wir auf die Stadt bomben können. Wo er 40 Stahl rausbekommt. Ach, ist auch egal. Propaganda, das machen wir wieder zu das Fenster. Wir könnten Chrom fördern. Aber wir haben halt schon auch schon so viel Chrom. Also, ja, holen wir uns einfach das nochmal 34 Chrom, was wir verkaufen können. Und das ist schon ein bisschen was. Das ist ein kleiner Bonus schon mal. Sagen wir so. Wasserbombenmörser haben wir dann auch. Perfekt. Und der Wasserbombenmörser sollten wir verbessert, haben wir dann. Wir haben 43 Militärfabriken. Also unsere Produktion von allem sollte jetzt langsam wieder Fahrt aufnehmen. Das aber auch, dass wir mehr Rohstoff benötigen und die müssen wir wieder kaufen. So, jetzt noch bei Niederländischen Indien ein bisschen was. So, ja, damit sollten unsere Produktion alle am Laufen sein. Zumindest halbwegs einmal. Wenn jetzt mal alle die Produktion anfangen, sagen wir so. So, Bomber. Da haben wir die Versorgungsflieger von der 3. Armee. Was machen die hier? Die 4. Armee kriegt darum auch ein paar mehr Versorgungsflieger. China hat kapituliert. Das heißt, jetzt sind die Japaner groß. Ja. Holen wir uns das Anlegerrechtsbetten. Franzosen oder haben wir eher automatisches Anlegerecht, weil wir in der Fraktion als wir Allianz sind. Hm, sieht zumindest mal so aus.
So, dann holen wir noch den schweren Schiffsrumpf von 44. Wie viele Thompsons hat er uns gerade gegeben? 1700 oder sowas? Weil das ist eine schöne Menge, würde ich mal jetzt behaupten. Mit 1700 Pistolen kann man ein bisschen was machen. Aber auch nur ganz, ganz wenig. Jetzt frisst wieder die Marine nach wenigstens Treibstoff. Dann endlich die Sowjetunion zusammenbrechen. Und wie haben sie es wirklich geschafft, so viel Mannschaft aufzubauen? 45.000 Mann. Ach, die Sowjets machen sie eigentlich wirklich nur lästig. U-Boote machen wir gerade, das heißt, dann geben wir mal eine Knetzündung. Schwerer Schiffsrumpf von 36. 40. Zerstörerrumpf von 44. So. Mal automatisch. Nehmen wir Flugabwehr und Torpedowerfer auch noch. Primär Werkzeugbatterie und okay, das brauchen wir jetzt auch nicht. Dann bauen wir es so. Kommt auch mal in die Reserve. Ein Agent wurde gefangen genommen. Das heißt, wir müssen eine Befreiungsaktion starten. Das wird aber kein Problem sein. Ich meine, wir haben eh so viele Agenten. Ah, bei den Japanern wurde kurz festgenommen. Beginnt sobald es möglich ist. So. Die täglich beliebte Demokratie nimmt noch leicht zu, weil wir noch den Reformer drin haben. Könnten wir austauschen auf kurz oder lang. Weil Handel ist das Priorität, was wir am liebsten haben sollten. Konstrukteur, da könnte man die Marineforschung noch reduzieren, aber es ist eh schnell genug, würde ich jetzt mal behaupten. Verbessern wir die Bedingungen für die Arbeiter. Wir halten die Wahlen ab. Andererseits wird die Stabilität erhöht, aber ja, ich will jetzt einfach die, dass er gehalten wird. Wir verbessern auch Bedingungen für die Arbeiter, von dem her ist relativ egal.
So. Bei niedrigem Risiko angreifen. Automatisch stärken und automatisch abtrennen. Und hohe Reparatur. Priorität. Nochmal die Waffenwerter forschen für die Marine. Wir ihn abziehen und schauen, dass wir hier in die Grenze schicken. Dann schauen, dass wir hier auch ein bisschen Verteidigung aufbauen. Und vielleicht ein Gebiet bei Japan jucken, sobald sie unaufsachsam werden. Ja. Und ich glaube, ich muss wirklich nachher auch die Flieger weiter forschen. Infanterieausrüstung müssen wir brauchen mehr. Ein Konvoi zerstört mit einem einzigen U-Boot. Da ziehen sich gegnerische Konvois zurück. Haben wir auch wahrscheinlich einen Konvoi zerstört. Wäre interessant zu wissen, wie viele Konvois die noch haben. Sie haben massenweise Flugzeugträger, Kreuzer, U-Boote, Schlachtschiffe, Zerstörer. Kreuzer, U-Boot, okay. Leider sagt mir aber nicht, wie viele Handelskonvois sie haben. Also, sieht aus, als wenn sie mit zwei Fabriken Konvois herstellen. Ach ne, da haben wir sie. Sie haben an die 1000 Konvois. Okay, mit 1000, wenn wir die alle zerstören würden, das wird passen. Wenn wir sie zerstören, können wir nachher in Ruhe eine Seeinvasion aufs Festland machen, also eine Invasion von Tokio beginnen. Weil dann können sie eh nichts mehr verteidigen, wenn sie keine Truppen mehr rüberbringen können. Und wir haben einfach so eine schöne Armeemenge, aber ja, wir lassen jetzt noch bis zum Ende des Monats durchrennen und dann hören wir für den heutigen Stream mal auf. Dann haben wir, glaube ich, mit 3 schon dafür. Ich hätte mal genug gestreamt. Ich glaube schon, dass ich vielleicht morgen nachher wieder, so wie heute, ein bisschen streamen. Und ja. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen, aber wie es aussieht, brauchen wir eh noch ein bisschen, bis die Tage durch ganz sind. Schauen wir nochmal die Mannstärke an. Bis zu 700.000. Also bis 2 Millionen noch immer. Wenig Schiffe und geringe Fliegerstaffeln. Also kleine Flugtechnik. Ja, ihr wisst ihr, was ich hab. Ich hoffe mal, ihr wisst ihr, was ich meine. Ah ja. So. Dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.